Hallo, mein Name ist Susanne Marie Kirsch und ich zeige Ihnen heute eine Kühlmaschine, die die Zukunft verbessern wird. Der fortschreitende Klimawandel zwingt uns zum Umdenken in der Klimatechnik. Aktuell werden in der Heiz- und Kühltechnologie immer noch klimaschädliche Kältemittel eingesetzt. Die Effizienz der verwendeten Systeme ist sehr gering. Laut Internationaler Energieagentur werden die weltweiten Energiekapazitäten schon 2050 aufgrund des starken Wachstums an Klimaanlagen nicht mehr ausreichen. Deshalb haben wir den weltweit ersten kontinuierlich arbeitenden elastokalorischen Systemdemonstrator entwickelt. Er arbeitet mit Drähten aus Form Gedächtnislegierung, die durch mechanische Be- und Entlastung Wärme und Kälte abgeben. Dies tun sie effizienter als herkömmliche Kältemittel. Daher wurde die Elastokalorik auch von der EU-Kommission und dem US Department of Energy als zukunftsträchtigste Alternative zu herkömmlichen Verfahren deklariert. Der derzeit luftbasierte Demonstrator ermöglicht durch gebündelte Drähte ein kompaktes Design mit einer Heizkühlleistung bis zu 250 Watt. Aktuelle Weiterentwicklungen bieten die Möglichkeit, auch Flüssigkeiten zu temperieren. Aufgrund des besseren Wärmeübergangs lässt sich dadurch die Effizienz des Heiz- und Kühlsystems nochmal erheblich steigern. Durch weitere Optimierungen ist es zudem möglich, den Bauraum zu verringern und damit das elastokalorische Heizsystem in Zukunft für viele andere Anwendungen attraktiv zu machen. Hat Sie dieses Beispiel inspiriert? Wollen Sie gerne Ihr Geschäftsfeld, Ihre Produktidee mit smarten Materialien in den Markt bringen? Dann kontaktieren Sie uns.